Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Animal Crossing. Let's go to the city weiter. Tag 50. Wir haben die 50 vollgemacht. Hallo, schön dich zu sehen. Endteich haben wir jetzt 9.34 Uhr am 2. Dezember 2018. Kann's losgehen? Ja. Hey, warte mal, wer bist du? Hering. Ja, nur ein Scherz. Ich vergesse das doch nicht. Natürlich tust du das nicht. Wir haben jetzt schon wieder im Hintergrund gesehen. Am 2. Dezember. Wir dürfen das zweite Türchen im Kalender aufmachen. Und der ehemals angepriesene und angekündigte Schnee lässt weiter auf sich warten. Es sieht wieder aus wie ein gottverdammt normaler Herbsttag. Naja, okay, dann ist es halt so. So, wer schreibt mir hier einen Brief? Achso, die ADSH. Natürlich. Und was wollen die so von mir? Hey Hering, dein Zimmer hat 38.820 Punkte erhalten. Zack. Und hey, hör zu, unser Musterzimmer? Thema ist da. Gutes Feng Shui. Siehst dir an. Von der ADSH. Zack. Das neue Thema in diesem Monat, Feng Shui. Ja, uns wurde gesagt, stell gelbe Möbel in den Westen, denn das wirkt sich positiv auf deinen Feng Shui aus. Und eventuell auch auf dein Geldkonto. Ja. Kümmern wir uns bei Zeiten irgendwann drum oder so? So, ich muss jetzt erstmal wieder ein paar Sachen wegwerfen. Was war das hier? Das war der Abschiedsbrief von Babsi. Den heben wir nochmal auf. So, das kann weg. Das ist die wunderbare Bankmitteilung. Die kann auch weg. So, von Ricarda. Das ist genau auch der Abschiedsbrief. Den behalten wir auch mal. Ich finde, wir behalten das erstmal von jedem Bewohner. Solange, wie wir halt Lust drauf haben oder so. Von Bartolo. Ach so, der große Gewinner des Angelturniers. Das können wir vielleicht auch erstmal noch behalten. Das hier war, glaube ich, genau das Empfehlungsschreiben für Rainer. Das hier war, wodurch du zum Bronze, ach so, irgendwas Tom Nook, Punktesystem, das ist ja ewig her. Das hauen wir mal weg. Und das hier war von Jakob, der 31. Oktober. Ich glaube, das können wir mittlerweile auch weghauen. Gut, okay, so. Gucken wir uns in der Stadt um. Ich habe heute keinen festen Plan. Ja, das Übliche halt. Und eventuell, wenn wir dazu kommen, würde ich sagen, wir räumen mal mein Regal auf und versuchen, ein bisschen auszumisten, wenn überhaupt, oder einfach nur neu zu sortieren. Also, ja, wie sich es halt so ergibt. Ich weiß nicht genau, wie viel ich von meinem jetzigen Kram tatsächlich loswerden möchte. Wir beobachten mal, ne? Also, beziehungsweise wir gucken mal, was eventuell da so wegwerfenswert ist. Hallo, Hugo. Uff, na, ich bin noch nicht so ganz wach. Trotzdem guten Morgen, Schniff. Silke kommt mir in letzter Zeit so komisch vor. Immer wenn wir uns sehen, kriegt sie diesen Gesichtsausdruck. Und dann komme ich mir auf einmal vor wie Mandelpudding. Und als wäre Silke kurz davor, mich aufzufressen. Ich treffe mich wohl lieber nicht nach dem Essen mit ihr, Schniff. Na, wenn es nur Mandelpudding ist? Ich würde es verstehen, wenn Silke irgendwie denken würde, dass du aussiehst wie ein richtig schön paniertes Schnitzel. Aber, naja, okay. Ich dachte, Hugo wäre sicher hier in der Stadt. Und er gibt zusammen mit Tristan so ein bisschen den Ton an. Aber eventuell ist Silke ja das große Mastermind, das über allem steht. Und im Hintergrund so die ganzen Fäden spinnt. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber eventuell sollte man das irgendwie mal näher in Betracht ziehen. Diese Möglichkeit der Verschwörung. Ich glaube, wir müssen bei Zeit mal ein wenig mehr auf Silke achten. Es ist auch so eine unscheinbare, ne? Also vor allem auch so ein Bewohner, wo ich mir denken würde, ich würde es jetzt nicht mal besonders bemerken oder schlimm finden, wenn Silke plötzlich die Biege macht. Also irgendwie, nö, sie ist halt da. Sie stört jetzt auch nicht übermäßig. Okay, sie hat mit dem Häschenquatsch angefangen, ne? Aber ja, ist jetzt auch nicht, es wäre jetzt auch nicht sonderlich schade, wenn sie weg wäre. So, aber ja, es ist. Ist nur meine Meinung dazu. Dubdidub. Das Problem auch so ein bisschen bei Silke ist, aber das ist halt ein persönliches Problem von meiner Wenigkeit. Ich muss die ganze Zeit an eine Arbeitskollegin denken, die Silke heißt. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also ich muss jetzt nicht zwangsläufig viel dran denken oder so, ne? Aber es ist halt immer so, es ist halt immer witzig, wenn ich dann auch selber hier Silke irgendwie vorlese oder Silke sage oder
wie auch immer. Das, man denkt zwangsläufig ja irgendwie doch an die Person. Aber sowas Ähnliches kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr hier irgendwelche Namen entdeckt, die ihr normalerweise im alltäglichen Leben dann auch um euch herum habt. Willkommen, schau dich in aller Ruhe um, aber gerne doch. Willkommen beim TomNoob-Punktesystem. Yo, ich möchte gerne meine Besucherpunkte abholen. Immer noch nur 3 Punkte, schade aber auch. Dann möchte ich mir noch meine Axt abholen. Ja, genau. Das fröhliche Abholzen geht also weiter. Ich wurde ich wurde über die Öffnungszeiten vom Hypernook aufgeklärt. Erster Stock, Möbel und Zubehör, ja. Die Öffnungszeiten vom Hypernook soll wohl von 9 bis 21 Uhr gehen, also tatsächlich kürzer. Was ich so in der Form nicht wusste. Und was interessant ist, dass sie es tatsächlich so gestaffelt haben, dass der kleinste Laden quasi gesehen am längsten auf hat und der größte Laden, ja, die kürzesten Öffnungszeiten hat. Und man sich später wohl auch irgendwie entscheiden kann, in welche Richtung man das haben möchte. Also man kann dann irgendwie wieder auch zurückbauen lassen, wenn TomNoob einen danach fragt. Ich würde es aber tatsächlich gern so lassen wollen, weil das Mehr an Items ist mir doch irgendwie relativ wichtig. Einfach damit man schneller eine größere Auswahl hat und so. Ja, muss ich von den Öffnungszeiten... Ich meine, die Öffnungszeiten sind mir eigentlich sowieso total egal. Weil ich ja generell die Uhrzeit verstelle. Also von daher, ja. So, der Computer für 1720 kaufe ich. Wie konnte ich nur jemals ohne Computer auskommen? So, und was ist das hier für ein sehr trauriger Teddy? Oh ja, der Papa Panda. Der für 1920. Ich kaufe ihn, aber auch nur, damit er dann irgendwie in meiner Liste ist. Genauso auch mit den anderen Sachen. Der Picknicktisch für 1390. Kaufen wir auch. So, und das Surfbrett kaufen wir auch. Wie gesagt, einfach nur, damit ich sie in meiner Liste drin habe. Wobei ich das dann eigentlich bei der Matte hier, glaube ich, auch machen müsste. Oh ja, die Matte für 1180. Hatten wir das Bett schon mal? Die ist mir jetzt mittlerweile schon so oft untergekommen. Das Westernbett für 2300. Ich kaufe es mir jetzt trotzdem einfach nochmal. Weil ich glaube, ich würde die Hängematte in meinem oberen Stockwerk gerne mal austauschen wollen. Und das Westernbett, das wirkt zumindest sehr, sehr, sehr nett. Sehr schmusig. Da könnte man sich dann irgendwie mal... Da können wir sich dann mal so ein bisschen reinlegen. Ein bemerkenswerter Laborboden. Der war... Sind das Blutflecken? Oder ist das Rost? Ich möchte ihn haben. Dupdidup. Vielleicht mache ich mir bei Zeiten doch mal ein Labor. Ein bemerkenswerter Eisenbelag. Oh, das ist ja... Hoppsala. Okay, jetzt habe ich ihn einfach genommen. Ja, passiert. So, eine bemerkenswerte Laborwand. Oh, was ist denn hier? Auf einmal kriegt man hier das ganze Sortiment zusammen. Das ist ja faszinierend und wunderschön. So, eine bemerkenswerte Luxuswand. Für nur 1050. Ist die im Angebot? Keine Ahnung. Sehr gerne. Moment, deine Taschen sind gestrichen voll. Schaff bitte etwas Platz. Okay. Irgendwann mal. Vielen Dank. Bitte bär uns bald wieder. Oh ja, das werde ich in der Tat. Gut, dann können wir ja eigentlich jetzt schon nach Hause gehen. Den Sternistein haben wir ja schon gefunden. Ach so, nee. Einen kurzen Besuch oder Abstecher können wir noch machen. Nämlich zu Kofi. Ich schleppe ja den Gyroiden mit mir herum. Und dann können wir den wieder bei Kofi abladen. Dupdidu, und vielleicht treffen wir noch den einen oder anderen Bewohner, der hier irgendwie herumsteht und geht. Dab-da-dab-da-dab-da-da. Hab von einem Kollegen gehört, dass das Wetter irgendwie wieder so ein ganz klein bisschen wärmer werden soll, eventuell. Also in den letzten Tagen war es bei uns an der Küste, muss man ja fast schon sagen, ziemlich arschkalt. Was aber auch mehr am Wind lag als an allem anderen. Ich für meinen Teil hätte ja schon ganz gerne. Also ich weiß, es passt nicht zu Weihnachten, es passt nicht zu diesem Monat. Aber so 5 bis 10 Grad können es von mir aus trotzdem sein. Neues von Nuke. Heute ab 17 Uhr großer Lagerausverkauf. 50% Rabatt auf alles. Na toll. Und ich habe gerade so richtig schön zugelangt. Und die haben diese Schweinenasen, ne? Die hätten mich auch mal darauf hinweisen können, dass heute Abend ein super toller Rabatt ist. Ach, so typisch. Naja.
Dupdi-dupdi-dup. Achso, übrigens, es ist Sonntag. Müsst die Rübendame nicht auch irgendwo sein? Hi, Kofi. Und, soll ich einen Geruiden für dich aufbewahren? Ja, bitte. So, guck mal hier, der Maxi-Komputuit. Ein Maxi-Komputuit und noch dazu in so einem guten Zustand, Gur. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja, ich weiß ja, was für einen Sammler bedeuten, wenn du einen zurückhaben willst und so weiter. Ich bin begeistert, Kofi. Dankeschön. Ich habe wieder vergessen nachzuschauen, was das Enorm-Gemälde ist. Ich bin ein Depp. Die Spieleverpackung ist so weit weg. Es tut mir leid. Es liegt auf dem anderen Tisch. Ich kann da jetzt nicht hingreifen. Es ist alles furchtbar und schrecklich. Und ist auch schon wieder sau unaufgeräumt hier, muss ich mal so sagen. Dupdi-dup, vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen hier klar Schiff machen. Aber in diesem Spiel klappt's ja auch nicht. Also was soll's. Ach ja, apropos klar Schiff machen. Haha! Es geht weiter! Baumfeld. Dupdi-dupdi-dup. Können auch ruhig noch mehr Geld runterfallen. Wenn's nach mir ginge. Können um diese Jahreszeit überhaupt noch Bienen runterfallen? Oder ist es jetzt tatsächlich Money Only? War es nicht in früheren Animal Crossing-Teilen auch mal so, dass dann auch wirklich Möbelstücke und dergleichen auf den Bäumen lagen? Das hatten wir jetzt bisher. Ich weiß nicht, ob wir das bisher überhaupt schon mal hatten. Dass ich irgendwelche Möbelstücke vom Baum runtergeholt habe. Oder ob es bisher wirklich nur Geld oder Bienen waren. Naja. Bislang jedenfalls erscheint die Möbelausbeute sehr mau. Weshalb ich davon ausgehen muss. Hopsala, okay, Fragen geklärt. Okay. Es war auch sehr optimistisch gedacht, dass ich in der Richtung noch entkommen könnte. Eine Biene hat mich gestochen. Aua, aua, aua. Na toll. Gut. Ein Gutes hat es jetzt immerhin. Die Bewohner werden jetzt keinen Bock mehr haben, mit mir zu reden. Das heißt, ich kann mir das Labern komplett sparen. Du, ist nicht euer Ernst. Was ist denn los hier? Okay, jetzt ist mir auch egal, wisst ihr? Ja, ja, ja. Ist schon in Ordnung. Oh ja, sehe ich halt aus wie Streuselkuchen. Was soll's? Ich habe hier eine hehre Aufgabe vor mir. Man könnte auch fast sagen, die Natur schlägt zurück. Wahrscheinlich ist der Natur nämlich auch aufgefallen, dass ich hier ziemlich wüst in das Gefüge von Teich eingreife. Und das schmeckt der Natur wahrscheinlich nicht so. Die denkt sich so, ist jetzt aber nicht so cool, wie der Junge hier aufräumt. Also, ihr könnt ruhig mal ein bisschen wieder Piano machen und noch ein paar Bäume hier stehen lassen. Tja, könnte er. Macht er aber nicht. Ich glaube, dass wir jetzt bald tatsächlich am Punkt angelangt sind, wo nur noch Orangenbäume und Kokosnusspalmen hier rumstehen. Na gut, hier, nee, auf der Seite. Auf der Seite haben wir noch ein bisschen was. Stimmt, alles um mein Haus herum. Oh, Möbelstück. Na, was ist es? Sag es mir. Ein Restaurantstuhl, natürlich. Den würde ich auch immer auf den nächstbesten Baum schmeißen. Könnte ja sein, dass ihn irgendjemand dort oben noch gebrauchen kann. Ich meine, das wäre auch mal eine Aktion, ne? Um Sperrmüll loszuwerden. Manche Leute fahren total umständlich zu Autobahnraststätten und so. Solche Volltrottel. Die müssten doch ihre Möbel einfach nur auf den nächstbesten Baum raufkarren. Es würde niemandem auffallen. Außer der Baum wird irgendwann gefällt. Dann halt schon, aber wie oft soll das schon vorkommen? Jetzt mal ganz ehrlich. So, musste ich hier eigentlich irgendwie aufpassen? Nee. Guck mal, weil die ganzen Bäume, die Pfirsichbäume und so, die tragen ja auch wieder. Alles schnieke, alles schick. Dups, dups. Kirschbaum haben wir ja auch, ne? Ja. Hier geht also nichts verloren. Ist alles im grünen Bereich. Okay. So ein Pech. Axt zerbrochen. Augenblick mal, ich habe ja viel zu viele Sachen dabei. Liegen lassen. Ach so, weil ich einen Gegenstand in der Hand hatte. Okay, ich verstehe. Das verstehe ich. So, wir hatten hier hinten noch ein paar Münzen, ne? Jo. Auch wenn es nur 100 Sternis sind, wer den Sterni nicht ehrt,
ist das große, große Glück nicht wert. Okay, und hier? Nur eine olle Falle. Sieh her, was ich ausgegraben habe. Was für eine schöne Falle. Tja, und was mache ich jetzt damit? Weiß ich nicht. Können wieder irgendjemanden ärgern. Aber nicht Tristan. Vor Tristan habe ich Angst. Oh, Rübendame. Aber okay, Moment. Ja, Rübendame ist gut, aber ich habe ja gar keinen. Ich habe ja gar keinen Platz. Da müssen wir uns erst ein bisschen Platz organisieren. Oh Gott. Was jetzt, glaube ich, schwierig werden könnte. Erstmal den ganzen Scheiß wieder sinnlos in... Ja, in das Regal verfrachten. Ist ja egal, welches Regal. Ja, seht euch das an. Es ist alles voll. Es ist furchtbar voll. Okay, ab hier fängt's an, gnädig zu werden. So, Surfbrett. Wir haben das Labor, die Laborwand und so weiter. Picknicktisch, Papa Panda, den Computer. Ach so, ne, Moment. Westernbett kann ich gleich wieder auspacken. Den Computer will ich eigentlich auch irgendwo hinstellen. Was ich mir eine Falle mache, weiß ich noch nicht. Wo kann ich den Computer hinpacken? Nirgendwo hin, weil ich keinen Platz mehr habe. Also hierhin. Düp, düp, düp. So, Computer ablegen. Passt überhaupt nicht? Ah. Okay, was sieht man da jetzt auf dem Computer? Gar nichts sieht man. Das ist doch... Ist das hier... Was ist das? Soll das einfach das ganz normale... Die ganze normale Benutzeroberfläche sein? Oder ist das irgendwie... Fährt der Computer jetzt noch hoch? Oder... Ich habe keine Ahnung. Ha. Ha. Naja. Gut, am bequemsten oder am tollsten wäre es jetzt natürlich, wenn ich noch einen Stuhl hier vorschieben würde. Aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich Platz. Ich habe so das Gefühl... Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich habe so das Gefühl, dass sich bei euch so ein bisschen in Waage hält, was die Meinung angeht bezüglich der lila Möbel. Lila-Pink-Möbel. Manche von euch finden es gut, andere von euch finden, es passt überhaupt nicht. Wie gesagt, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass das halt auch ein bisschen mit bunt hier drin ist. Und dass nicht nur so normale Holzmöbel mit ein bisschen Pilz dazwischen sind. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Aber... Ja. Naja, okay. Ich denke nochmal drüber nach. Mal davon abgesehen, dass wir in ein paar Wochen sowieso wieder alles total umkrempeln können, weil wir dann bestimmt wieder irgendwelche anderen... Wieder irgendwelche anderen Sachen sammeln. So, wofür habe ich jetzt Platz geschaffen? Achso, für die Rübenfrau. Was macht die Rübenfrau hier eigentlich? Die will unbedingt zu Silke. Was ist los? So. Hi. Rüben, frische Rüben. Ich verkaufe jetzt seit 60 Jahren jeden Sonntag Rüben, Rüben. So, Weißrüben. So, heute hätte ich für eine Rübe gerne 93. Okay, kaufen. In Ordnung, Kindchen. Wie viele dürfen es denn sein? Ich verkaufe sie übrigens im 10er-Pack. Ja, ich möchte gern 250 Rüben. Was ist das? 52? Das macht er genau. Okay. Haha, man sieht sich, Kindchen. Wusch. Gut. Und jetzt kaufe ich mir noch... Sieh an, der junge Mann möchte wieder Rüben kaufen. Ja, ich möchte noch eine Rotrübe. Ich kaufe welche. Das lässt sich machen. Ich habe heute einen Samen für 1000. Ich nehme ihn. Ja, wieder eine Woche drum kümmern. Und 15.000 Sternis Gewinn machen. Ist, glaube ich... Ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Kriegen wir hin. So, packen wir halt wieder direkt neben unser Haus. Hier ist ja der perfekte Ort, um so wunderschöne Rüben heranzuzüchten. So, Rotrübensamen, Pflanzen und zack. Hering ist glücklich und mein Bankkonto würde es mir zu gegebener Zeit danken. Wie viel habe ich jetzt für die Weißrüben bezahlt? 93 oder 96 Sternis? Ich glaube 96. Wir gehen mal von 96 Sternis aus. Okay, ja. Das heißt einfach zu einem guten 100er Preis... Zu einem guten 100er Preis dann verkaufen. Sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Wo will ich jetzt eigentlich hingehen? Was mache ich jetzt mit den Rüben vor allem? Ja. Die nehmen natürlich ziemlich viel Platz weg. Damit war aber irgendwie zu rechnen. Wir gehen wieder ins Haus. Düpdidup. Wie gesagt, heute ist sowieso ein schlechter Tag, um mit Bewohnern zu reden. Weil auch durch meine Taucherbrille hindurch...
sehen die ja leider meine Wespenstiche. Und das muss ja nicht sein. Wir tauschen erstmal das Bett aus. Die Hängematte hat uns lange gute Dienste geleistet. Aber ich glaube, so ein schnuckliges... Achso, Moment. So ein schnuckliges Westernbett. Ja, genau. Ist doch irgendwie nochmal eine Stufe feiner. Jo. Gefällt mir. Wie gesagt, es ist schade, dass wir da oben nicht noch ein bisschen mehr austauschen können. Aber naja. Man kann halt nicht alles haben. Gut. Also. Ich habe viel Schund. Achso, Moment. Damit wir jetzt Platz zum Sortieren haben, muss ich erstmal wieder meine Werkzeuge kurz in Sicherheit bringen. Was ich nicht vollständig machen kann, weil ich... Obwohl, kann ich nicht so machen? Nee, kann ich hier drin natürlich nicht. Ja, ist dann halt so. Warum müsste ich auch die ganzen Briefe wegwerfen? Okay, Moment. Also, es hatte hier mit Herbstfernseher, ja, Pilz, Holzkuckucksuhr, nee, Naturschränkchen, Holzsofa, 70er-Outfit, Holztisch, Kinderanlage, Kinderkommode. Ich frage mich gerade, mit was ich hier anfange. Wäre es sinnvoll, erstmal mit Klamotten anzufangen oder packe ich die Klamotten nach hinten? Ich kann auch mit den Klamotten anfangen. So. Klamotten auf die eine Seite? Ja, das ist so die Frage. Eigentlich super sinnvoll wäre es ja wahrscheinlich, wenn ich wirklich zusammenpassende Klamotten zusammenlegen würde. Aber so schrecklich viele zusammenpassende haben wir ja bisher noch nicht. Ich will die alle mal auf einem Fleck sehen. Und dann, wie gesagt, müssen wir mal so langsam aber sicher entscheiden, was wir davon eventuell mal loswerden wollen und was nicht. Ich habe auch viel zu viele von den Sachen hier. Wie viele Klamotten habe ich tatsächlich? Spekulationen oder Tipps oder dergleichen werden an der Stelle noch angenommen. Wenn ihr irgendwie eine bestimmte Zahl im Kopf habt. Ich fürchte jedenfalls... Vor allem kann ich auch mal ein bisschen umsortieren hier. Machen wir mal so, damit es ein bisschen schneller geht. Jo. Ein bisschen schneller geht. Es sind viel zu viele. Es ist schon mehr als eine Seite. Und mehr als eine Seite ist nicht gut. Ah, das bedeutet... Ich möchte nicht... Ich ziehe ja sowieso nicht so viele verschiedene Klamotten an. Ah, machen wir uns nichts vor. Also, sollte ich doch eigentlich im Regal, wenn überhaupt... Ich meine, das sind dann... auf einer so eine Seite passen 10 Sachen rein. Ich brauche nicht mehr als 10 Klamotten. Das heißt, ich werde jetzt so nach und nach dazu übergehen, mich von ein paar Sachen zu trennen. So, sowas wie die Arbeitsuniform würde ich jetzt aus Nostalgiegründen behalten. Weil das ist auch etwas zum Beispiel, was bei Tom Nook nicht nachgekauft werden kann. Bin mir zumindest ziemlich sicher. So, das Security-Outfit behalte ich auch, den Smoking behalte ich auch. Steves Outfit weiß ich gar nicht mehr, wie das aussieht. Die Gefängniskluft ist natürlich irgendwie auch zu geil, weil es erinnert irgendwie an Tristan. So, das MVP-Outfit werde ich bestimmt nicht brauchen. Das Edel-Outfit sage ich jetzt auch mal bestimmt auch nicht. Das Adels-Outfit müsste ich mir offen gesagt nochmal angucken. Angora, Funkel, BB. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. So, wie sieht denn der ganze Plunder aus? Angora-Outfit. Mhm. Funkel-Outfit. Okay. BB-Outfit. Nope. Nope. Also ich glaube, ich kann sagen, die ganzen Klamotten, die ich hier habe, die können schon mal weg. Die brauche ich wirklich nicht. So, sortieren wir mal kurz weiter, planlos ein. Zack, zack, zack. Wie gesagt, braucht gerade nur ein bisschen Platz.
Ich glaube, das Reggae-Outfit, so lässig das auch sein mag, das kann ich auch weghauen. Samurai-Outfit müsste ich mir nochmal angucken. Mumien-Outfit. So, das Militär-Outfit. Sternbild-Outfit. Hoppsala. Blätter-Outfit. Arbeiter-Overall. Rüstung. Rotseiden-Outfit. Also, dip. Wenn ich jetzt blind nach Namen gehe, würde ich das Militär-Outfit noch behalten wollen. Die 70er-Outfit kann weg. Das Sternbild-Outfit brauche ich nicht wirklich. Das Mumien-Outfit würde ich noch behalten wollen. Reggae, Samurai. Behalte ich das Samurai-Outfit? Wie sieht das Samurai-Outfit überhaupt aus? Samurai? Ja, halt wie eine wirkliche Samurai-Rüstung, ne? Reggae-Outfit. Sternbild-Outfit. Ja. Ja, dann, ich glaube, das Samurai-Outfit behalte ich noch. Dann hätten wir noch einen Platz, der vakant ist. Und dann hört's klamottentechnisch, glaube ich, auch bald auf. Wir haben den Arbeiter-Overall. Ich glaube, die Rüstung würde ich erstmal noch behalten wollen. Und das Rotseiden-Outfit. Ja, und dann haben wir es eigentlich auch schon. Gut, dann würde ich erstmal die ganzen Klamotten hier verkaufen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Mit irgendwas muss man ja anfangen, ne? Also so Kleinigkeiten halt. Eieiei, das wird dann immer komplizierter, glaube ich. Vor allem auch, was die ganzen Brillen und Frisuren und dergleichen angeht. Also die Mützen vielmehr. Die ja teilweise auch Frisuren sind, wie zum Beispiel der Afro und so. Ja. Ich kann ja eigentlich auch, es ist ja eigentlich auch Schwachsinn, nicht so viele Klamotten in seinem Schrank zu haben. Wenn ich mich neu einkleiden möchte oder so, kaufe ich es mir sowieso bei Tina und Sina neu. Warum renne ich jetzt eigentlich hoch? Weil ich es unbedingt Nepp und Schlepp verkaufen möchte. Unbedingt! Ja, was können wir für dich tun? Verkaufen. Sehr gerne. Ja, guck mal, was ich hier hab. Ich hab jede Menge unnötige Outfits, die ihr allesamt haben dürft. Für alles zusammen können wir dir 936 Sternis geben. Boah, ich werd ein reicher Mann. Huiuiui. Wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe und wie viel, naja. Der Gebrauchtwarenmarkt für Klamotten. Der gibt halt leider nicht so viel her. Das muss man ganz ehrlicherweise dann doch so zugeben. Und es wird munterflockig so weitergehen. Oh, achso, ich habe jetzt nur... Ich wollte jetzt wenigstens eine Tour zurück, werden wir heute nicht mehr machen. Das sage ich euch jetzt schon mal gleich so. Ich würde dann aber doch gerne... wenigstens nochmal ein bisschen Baumstümpfe und so weiter hier schon mal rausholen. Düp. Eine der nächsten Aufgaben wird dann nämlich sein, eventuell kommen wir mit der nächsten Axt nämlich schon mal durch, was die normalen Bäume angeht. Eine der nächsten Aufgaben wird dann nämlich sein, sich um die Orangenbäume zu kümmern und um die ganzen anderen Bäume natürlich. Allein dafür brauche ich dann allerdings ein bisschen Platz in meinem Regal, weil ich dort dann ja erstmal die Früchte zwischenlagern muss, was hoffentlich auch geht, aber genau wissen tue ich es nicht, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Und ja, dann werden wir da zumindest ein paar Früchtchen zwischenlagern und dann weiter abholzen. Und dann früher oder später geht es dann ans große Wiederaufforsten, was dann mit Sicherheit recht interessant und spannend werden dürfte. Weil so hundertprozentig Ahnung, wie ich das Ganze machen möchte, habe ich jetzt immer noch nicht. Aber ja, wir haben ja Zeit, wir können vor allem ausprobieren und gucken und so und dann schauen wir mal, ob wir das hier nochmal in eine blühende Landschaft verwandeln oder ob es absolut furchtbar und grauselig wird.
Was mir gerade so zum Beispiel für einen Gedanke gekommen ist, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, was Blumen angeht. Man könnte eigentlich unter oder hinter, um jedes Haus herum, so blumenmäßig was anlegen. Also auch um die Häuser der Bewohner, der anderen Bewohner halt herum. Damit es alles ein bisschen hübscher vielleicht aussieht. So ähnlich wie hier, nur dann einmal hier quer, na gut. Direkt dahinter muss man es vielleicht nicht unbedingt machen, weil da sieht man es sowieso nicht. Aber zumindest links und rechts packen und direkt hier vor halt. Vielleicht. Und dann für jeden Bewohner vielleicht eine bestimmte Blumensorte, die dann vielleicht farblich ein bisschen variieren darf, aber auch nicht sonderlich. Lieber alles so ein bisschen einheitlich. Jeder Bewohner kriegt seine eigene Farbe und seine eigene Blume. Und da könnte man natürlich noch wildere Blumenbeete anlegen, sag ich mal. Also wo da vielleicht auch mal ein bisschen gemischt ist oder so. Nicht viel gemischt, nein, weil Ordnung muss sein, auch im Blumenmeer. Aber da könnte man noch theoretisch bestimmt irgendwas hinbekommen. Bestimmt. Naja, okay. Ja, wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Oder auch nicht, je nachdem. Der zweite Dezembertag neigt sich, für unseren Bewohner zumindest, jetzt dem Ende entgegen. Wir legen uns wieder ins Bettchen. Und morgen geht es fröhlich, frisch und munter mit Animal Crossing weiter. Ja, und was wir dann erleben werden, huiuiui, das wird überaus spannend werden. Naja, wir gucken mal. So, ich sag für den Moment dann jedenfalls wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.